السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heutige Thema ist Zakat al-Fitr oder auch genannt Sadaqat al-Fitr. Erstmal, die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass sie Pflicht ist, Fard. Zakat al-Fitr ist Fard. Aber auf wen? Sie sagten auf jeden, der sozusagen genug zu essen hat für einen Tag und eine Nacht. Also für jeden, der gerade noch so über die Runden kommt, der muss die Zakat al-Fitr geben. Anders als Zakat al-Mal, die einen gewissen Nisab erreichen müssen und so weiter. Zakat al-Fitr ist Pflicht für jeden Muslim. Egal ob groß, klein, jung, alt und so weiter. Hier ist es so, der Vater der Familie muss für seine Kinder ausgeben, solange diese kein Geld besitzen. Wenn sie aber Geld besitzen, zum Beispiel ein Junge ist in der 10., 11. Klasse und hat Geld und sein Vater gibt nicht für ihn die Zakat al-Fitr, dann muss er sie selber von seinem eigenen Geld ausgeben. Bei der Frau gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Natürlich, bevor sie heiratet, sofern sie kein Geld hat, gibt der Vater für sie die Zakat al-Fitr. Falls sie Geld hat, zum Beispiel sie arbeitet oder sie hat Geld geerbt oder ähnliches, kann sie es auch sich selber sozusagen geben. Dann gibt es wieder eine Meinungsverschiedenheit, wenn sie verheiratet ist, muss ihr Mann für sie geben oder nicht. Auch hier ist es so, dass man sagen kann, falls der Mann nicht gibt und sie Geld hat, dann muss sie für sich selber geben. Aber natürlich, wenn der Mann gibt, dann ist sozusagen diese Pflicht von ihren Schultern gefallen. Der Mann gibt also im Normalfall für sich und seine Kinder und seine Frau. Aber was Pflicht, verpflichtend ist für ihn in jeder Form, also definitiv für sich und seine Kinder. Was ist Zakat al-Fitr? Die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, weil der Prophet ﷺ gesagt hat, es muss mit Essen, mit Lebensmitteln rausgegeben werden, dass man es nicht als Geld zum Beispiel jemandem geben darf. Aber man darf zum Beispiel hier Tawkil machen, also jemanden sozusagen beauftragen. Zum Beispiel eine Hilfsorganisation, man schaut, wie viel ist gerade der Sa' wert, also diese Maßeinheit, zum Beispiel in Reis, die knapp 3 Kilo ist, wie viel ist sie wert? Zum Beispiel sagen wir mal 5 Euro. Dann überweist man diese 5 Euro, damit sozusagen diese Hilfsorganisation damit Reis kauft und diesen an die armen Leute verteilt. Aber einem armen Menschen diese 5 Euro in die Hand zu geben, das geht nicht bei Zakat al-Fitr, bei der Mehrheit der Gelehrten. Und die letzte Sache, im Normalfall sollte man diese Zakat al-Fitr nicht rausgeben, außer einen Tag vor Eid. Oder höchstens 2 Tage vor Eid. Aber einige sagten zum Beispiel im Fall von Deutschland, da es sonst aus organisatorischen Gründen nicht gibt, kann man auch vorher schon diese Spende geben, sodass sie dann einen Tag vor Eid diese Spende in Reisform oder in Lebensmittelform rausgeben können. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.